Ich hoffe, dass es auch funktioniert. Auf jeden Fall können wir jetzt loslegen. Genau, komm ins Licht. Hier das Lied vom Tod. Marc, du darfst springen, glaube ich. Natürlich hat das verkackt. Du darfst springen. Flatsch. Können wir jetzt bitte alles slash Wein eingeben? Nee, schier. Und war das jetzt denn der 10.000. oder? Der Ja. 10.000. Yay! Wollen wir jetzt zum Bankett? Da hast du nicht mal einen Gulli erwischt, hey. Kein Bullseye. Ich bin dafür, Marc, los, mach mal hier, mach mal Genmodus an, lauf mal vor, wir machen jetzt eine Polonaise. Wenn ihr mir jetzt noch sagt, wie Genmodus geht. Sternchen. Rechts neben dem Ü. Andi, weg mit dem hässlichen Teppich, du Staubfänger, du! Ja, das kommt ganz davon, wie du es laufen. Hast. Ich glaube, Standard ist auf Komma. Marc, am besten, du versuchst uns zum Minister Wies Anwesen zu führen. Andi, Teppich! Wo ist das? Da, wo wir vorher waren. Entschuldigung, aber wie läuft man eigentlich? Ich renne nur. Musst du da eine Taste für belegen? Ja, aber ich glaube, Standard ist wirklich belegt. Options. Das auch gerade nicht, du musst auch gerade nachgucken. Auch diese Schreibbefehl habe ich nicht belegt, die müsst ihr selbst belegen. Guck mal, alle, die Gen nicht belegt haben, stehen da noch blöd dagegen. Jo, ich kann gerade nicht, ich habe jetzt Interface ausgeschaltet, damit es. Huch, ich falle schon in die falschen Richtung. Geon, heißt das Geon? Oh Gott. MC hüpft. Ja, genau. Ich hups. So, ich kann laufen. Geil. Wo steht denn der? Ah ja, Geon heißt das doch genau. Und hier die drei Ewigkeiten hintereinander weg, sah gerade auch noch schön aus. Wir haben so richtig schönen schwarzen Stern. Geradeaus oder rechts? Ich hab's Interface aus. Kann mal jemand unserem Sterbeprofi erklären, wo er lang muss. Warum laufen wir alle unterschiedlich schnell? Puff. Ey, das hat so ein bisschen was von Lemminge, oder? Oh nein, das schaffen wir es nicht alle durch. Du gehst trotzdem normal. Steffi, mach nicht so viel Dreck. Hey, das ist kein Dreck. Ja, Andrea, dein so. Dein komischen bunten. Lass doch meine Hufeisen hier. Andi hat sich vorgetragen. Für Liebe und Frieden. Was ist das für ein Gürteltier vor mir? Ne? Das ist ein Quaggan. Marc, du hast schon mitten durch den Matsch, ja? Ist ja nicht so, als wäre hier ein Weg. Andrea, das erinnert mich an unseren Lok. Ich weiß schon, warum man es macht. Putzen, ne? Da gab es doch dieses Sprichwort. Wir trampeln durch die Heide, wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden. Für uns bezahlt der Staat. Stimmt. Wenig. Also ich glaube, für jeden Random sieht das aus, als würden hier ein paar Bekloppte in eine Reihe und Das ist völlig in Ordnung so. Ich kann nicht jetzt eine spontane Gegenwerbung. Wir gehören doch zur Sekte Knüttelbärts an. Oh mein Gott. Schreib einfach irgendeine bekloppte Gegenwerbung und wenn jemand schreibt, ja hier, ich hätte Interesse, sagst du, und nee. Ja, genau. Ding, oh Fluffy Unicorn. Wo ist Flansch denn überhaupt? Ich sehe den hier nicht. Devi, du läufst aus der Reihe. Ja. Ich sichere das Ende. Devi schreibt. Hey, ich ey, der Asura, der aus der Reihe tanzt, der sieht aus, als wie so ein kleiner Dackel, der läuft.
Manche erinnert es mehr an einen Pinguin. Watschel, watschel. Ein Pinguin, hey, kannst du nicht mal bitte einen rein? Wie ich zum Beispiel. Ich hab... Oh, Steffi, ganz kalt. Der Dackel läuft geradeaus. Da, wo man die 10.000 zum Tod feiert. Sollte man da eigentlich nicht trauern? Irgendwo in der USA wird es auch gefeiert. Wollte gerade sagen. Das ist ich nicht direkt die Unade solcher Religion. Party. Oder irgendwie sagt er irgendwas. Soll ich das dann auf meinen Kanal schmeißen? Ja. Sicher doch. Du hast einen Kanal? Das wird meine Abonnenten zwar ein bisschen verwirren, aber... Hey! Anstatt sonst im Ich hab in meinem letzten Video erst gefragt, ob sie Interesse an sowas haben. Dann kann ich ihnen ja gleich mal zeigen, was sie erwartet. Warum hast du einen Kanal, von dem keiner was weiß? Weil... Ich weiß was. Damit wir gleich die Scherze laufen. Der Quaggern vor mir geht im Takt. Da bin ich gleich der einzige Quaggern hier. Das kann man nicht sein. Allein nicht korrigieren. Hat keine Quaggern-Tränke. Doch, genug. Kannst du nicht Bolognese lieben? Oh yeah, wir sind bei der Party-Location angekommen. Andi! Oh, Steffi, das hat Style. Andi! Like a boss. Wo geht Marc hin? Fetter Teppich schon wieder. So, hier, ich hab mal geschmückt und Buffet vorbereitet und so. Om nom nom. Lecker. Party! Ich mach mal einen Hausputz, ich komme mit meinem Besen über die Schulter. Ich flansch da hinterher, Stiefel sieht halt mega geil aus. Ich auf dem Kopf. Yumi flirtet mit so einer Dienerin. Yumi, die arbeiten, ja? Bitte lass dir einfach die Telefonnummer geben. Yay. Ja, und wenn ihr fertig gegessen habt, dann lasst uns doch Feuerwerk machen, draußen, bitte. Warum nicht drinne? Ich hab kein Bum-Bum dabei. Warte, ich hab ganz viel Bum-Bum in der Truhe. Die hat mich in irgendein Kämmerchen geführt. Oh, ist klar. Oh, wo geht sie jetzt mit dir hin? Bitte denk dran, wenn ich das auf meinen Kanal schmeißen soll, ja? Das muss jugendfrei sein. Aber ich irgendwie einstellen, dass Videos erst ab 18 gesehen werden können, also angemeldete User irgendwie? Ja, das ist doch kacke. Ja, was hast ja, du ja, denn für einen Kanal? Wegschleichen, gell? Hier, wollen wir, das erkläre ich dir nach der Aufnahme. Gut. Das ist komisch. Hier, wenn wir von der ersten Etage da gleich sind, da gibt's einen Balkon, da können wir dann Feuerwerk machen. Hättest du auch Feuerwerk mitgenommen? Hätten wir noch Feuerwerke mitgenommen. Ich habe Feuerwerk dabei. Oh, der Balkon ist übrigens überdacht. Egal. Ah! Okay, wir machen doch unten Feuerwerk. Au! Vor dem Haus? Ja, ich bin draußen. Lass uns doch hier einfach im Innenhof sammeln. Ach, wo ist denn der Innenhof? Komm hier. Ich mal abholen, ich hab doch kein Interface an. Ich weiß doch nicht, wo du bist. Genau, lass uns doch mal machen hier den übelsten Mob einfach nur um Andrea da hinten. Und einmal rechts Escort-Mob. Andrea, siehst du uns! Wie von lauter Leuten cool. Andrea nicht wir mehr. Sind voll so. Ich bin übrigens schon angekommen. Noch. Aha, ja. Ich muss noch eine schöne Perspektive suchen. Yo, Steffi! Hm.
Aber hier ist so viel Grünzeug, wenn ich das in die eine Richtung drehe. Ach so, ist cool, denke ich. Was kannte ich denn jetzt nicht? Ich habe doch Stance eingegeben. Ah, jetzt. Okay. Hier, dann macht mal Feuerwerk und so. Stimmung! Ich hab keins. Kein Feuerwerk. Nein, warte, ich Bum-Bum schieß euch mal was hier. Ja. Yay. Ich bin der Königin. Dann muss ich mein Feuerwerk anmachen, dann mache ich selber. Mein Feuerwerk anmachen, ja, klar. Kannst du mal dein Schwert aus meiner Kamera nehmen, bitte? Hier, irgendein Char. Da grinse Kater. Tu mal dein dickes Ding aus der Hand. Marc, hier, Feuerwerk für dich. Guck danke, Max. Viel Glück. Warte, erst die Ballons ablegen. Bam! Schön, dass du ablegen und ich in Sicherheit bringen gesagt hast. Danke. Bitte, bitte. Oh, das muss man auf dem Boden platzieren, das eine Feuerwerk. Was ist das denn? Ah! Cool, Knallerbsen. Oh, dann leuchtet ja sogar das Gildenwappen auf bei dem Feuerwerk und so. Das ist super cool eigentlich. Hm. Ah, jetzt kann man da diesen Gilden. Auch ein Gildenfeuerwerk. Bam! Hi, Jen! So, jetzt habe ich nichts mehr. Nochmal, nochmal! Da ist ein Bär, der reibt sich an meinem Hintern. Feiern. Mit einem schönen Abend. Bis demnächst. Jo, ciao. Tschüss. Und der Marc hat sich jetzt Flagge getan. Findet Marc. Gibt er auch einen Buff? Ja. Marc, pass auf, nicht, dass der irgendwas kreitert. Also wenn der einen Buff gibt, dann ist es irgendwie sowas wie, du stirbst 75% schneller. Oder so. Oh, das sah voll schön aus. So, und nun? Ja. Schatz, bist du klein? Oh. Ich glaube, ganz Feuer. Für ein Video reicht es auch erstmal. 13 Minuten.